Hallo ihr Lieben, hier von dem Kampfläufergefängnis melde ich mich mal. Es kam die Anfrage im No Man's Sky Discord auf, wie man eventuell die Galaxie tauschen kann. Das geht natürlich im Spiel nicht so einfach, aber mit Hilfe des JSON-Editors doch. Und das wollte ich euch hier mal schnell zeigen. Das ist sehr einfach. Was wir machen müssen, ist erstmal eine Position bestimmen. Und das machen wir am besten, indem wir unseren Frachter rufen. Na, will er nicht. Bin noch zu nah dran anscheinend. Dann fliegen wir noch ein bisschen weiter. So, dass er jetzt Lust hat zu kommen, und das tut er. Da ist er. Huah, la, 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 la. Ha, das haben wir gerade noch so hingekriegt. Also ganz normal in den Frachter reinfliegen und ganz normal speichern. Damit haben wir eine Player-Position abgespeichert. Wir gehen raus aus dem Spiel. Auf den Desktop und öffnen den JSON Editor. Ich mache das immer hier mit der Batch-Datei, mit dieser. Man kann es auch mit dem JavaScript machen, aber das zickt manchmal rum. Also mit der Batch-Datei habe ich die besseren Erfahrungen gemacht. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Manchmal zickt er auch ein bisschen rum. Wir werden sehen. Als allererstes müssen wir den Game-Slot angeben. Das müsst ihr rausfinden, welcher es ist. Bei mir ist es in dem Fall, den wir jetzt gerade genutzt haben, der Slot 1. Oben wird alles schwarz, er hat also alles gefunden. Ihr könnt das kontrollieren, indem ihr einfach nur euren ExoSuite aufruft und da weiß ich, aha, das ist mein gerade benutzter Save-File. Hier kannst du alles Mögliche machen, das soll jetzt nicht das Thema sein. Wir gehen auf Edit und Edit Raw JSON und sind damit in der eigentlichen Welt drin, wo man auch neben vielen anderen Sachen die Position ändern kann. Die Position ist hier mit X, Y und Z, so mit dem Solarindex definiert. Der Planet Index ist die 0, also das heißt im Weltraum. Für uns wichtig ist der Reality Index, der halt eben im Moment auf 0 steht, das heißt, es ist die Euklid-Galaxie, in der wir gerade sind. Die 1 wäre die Hilbert, 2 die nachfolgende, 3 und so weiter und so fort. Die Eisentam-Galaxie hat, glaube ich, die 10. Also man beginnt immer mit der 0, mit Euklid und muss dann halt eben nur die Ziffer eingeben, die man braucht. Kalypso wird die 7 haben oder irgendwie sowas. Das müsste man dann mal abzählen. Lasst uns doch einfach mal in die Hilbert-Dimension reisen. Einfach in die 1. Jetzt haben wir das Player-State-Data geändert. Da wir aber vorher im Frachter waren, müssen wir dem Frachter natürlich auch sagen, flieg zu diesen Koordinaten in die Hilbert-Galaxie. Das machen wir wie folgt. Steuerung F, ruft das Suchmenü auf und ihr gebt dann ein Freighter Universe. Ihr könnt auch Freighter Uni oder Freighter U, aber wichtig ist, dass das U groß geschrieben ist. Suchen und schon haben wir die Position erreicht, wo wir hin müssen. Diese Adresse sind gleich der Adresse, die oben war. Ihr seht hier noch, im Reality Index steht noch nach wie vor die 0 für Euklid. Das soll ja nicht sein, der soll ja auch in Hilbert ankommen, also die 1. Wir schließen den JSON, speichern das ab, speichern das Ganze nochmal in den Slot 1 ab und das war es schon.
Wenn wir jetzt das Spiel öffnen, das dauert jetzt einen Moment, dann werden wir in der Hilbert-Galaxie raus, in der Hilbert-Dimension rauskommen, und das werde ich auch gleich zeigen, dass das wirklich so der Fall ist. Manche Leute sehen das schon als Cheaten an, aber wenn man wirklich da in der Kalypso gelandet ist, wie es jemandem im Discord passiert ist, und der kommt da überhaupt nicht zurecht und hat schon 200 Stunden gespielt und hat letztendlich alles das, was er braucht, nur er hat nur zornige Wächter und schlechte Biome, und das macht überhaupt gar keinen Spaß. Und bevor er das jetzt neu machen muss, finde ich das schon okay, wenn man mit diesem kleinen Kniff wieder zurück kann. Wie gesagt, leider nur für die PC-Leute, die PS4 schauen da erstmal wieder in die Röhre. Das tut mir echt leid für euch. So, wir sind dann fast angekommen. Bei meinem PC geht das relativ fixe. Geht unten die Shader, die rattern da durch und sind dann auch schon sofort im Frachter und dann hoffentlich in der Hilbert-Galaxie. Wir fliegen raus. Und das sieht schon von der Farbe her anders aus, also hat sich da was getan. Wir schauen einfach mal, rufen die Galaxiekarte auf. Und da frei erkunden, gehen wir einfach mal in ein benachbartes System rein. Jetzt egal, nur ist zum Demonstrieren. Ihr werdet sehen, dass wir in der Hilbert-Dimension gelandet sind. Das könnt ihr natürlich mit jeder anderen Galaxie auch so machen. Bis zur 265. glaube ich, gibt's. Ihr könnt die alle durchreisen und mal angucken, was da los ist. Selbst mal in die unbeliebte Kalypso-Galaxie, die dann halt eben sehr tough ist und gar nicht so toll und nicht chillig. Das kann man dann auch mal sehen, warum derjenige da gerne wieder weg wollte. Gut, das war's dann auch schon. Wie man an andere Orte springt, nicht nur Galaxien, das kann ich, wenn der Bedarf ist, euch gerne nochmal in einem anderen Tutorial sagen. Ja. Fröhliches Hoppen und viel Spaß damit. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Macht's gut. Bis denne.